Dort kommt einer von den 500 Arbeitselefanten, die es noch in Sri Lanka hat. Und da ist der Älteste im Elefantenwaisenhaus von Pinevele gerade am Mittagessen. Ein Stück von einer Kitul-Palme. Das ist sein Lieblingsmenü. Kitul-Palmen wachsen noch da und dort im Urwald und überragen mit ihrer zottigen Krone die anderen Bäume. Per Kilo werden sie ins Elefantenwaisenhaus verkauft. Da braucht man jeden Tag mehr als einen Lastwagen davon. Der 62-jährige Sahib ist blind. Man hat ihn gefunden und hier im Waisenhaus aufgenommen, wie die meisten von den 100 anderen Elefanten, die hier wohnen. Die meisten von den Kleinen sind allerdings hier auf die Welt gekommen. Jeden Nachmittag läuft dann die ganze Gesellschaft durchs Dorf, an Fluss und geht baden. Seit Menschengedenken sind in Sri Lanka Elefanten gefangen und gezähmt worden. Bis 1900 war Sri Lanka das wichtigste Land für den Export von Elefanten. Man hat sie gebraucht beim Bau von Strassen, von Dämmen, Palästen und Heiligtümern. Als Schlepper von Baumstämmen beim Abholzen der Wälder. Aber auch als Reittier und für den Krieg sind sie ausgebildet worden. Elefantenjagd und der Handel waren in alten Zeiten ein Vorrecht der Fürsten und Könige. Man hat aber immer nur so viel aus den Wäldern geholt, wie man gebraucht hat. Später, zu der Zeit der Kolonialherren, ist die Jagd dann zu einem gesellschaftlichen Vergnügen der Besseren geworden. Und die Tiere sind beinahe ausgerottet worden. Um 1944 hatte es noch etwa 2000 Tiere gehabt. Jetzt sind es im ganzen Land 2500. 500 davon sind als Arbeitstier gezähmt und jeder grössere Tempel hat einen eigenen Elefant, der für Prozessionen gebraucht wird. Die Hindu betrachten den Elefant als Sinnbild für Ganesha, die Weisheit. Und eine buddhistische Legende berichtet, Buddha sei in Gestalt von einem kleinen weißen Elefant in die jungfräuliche Königin Maya hineingegangen, um dann von ihr als Mensch geboren zu werden. Und wie ist es in der christlichen Religion? Ist da nicht auch die Weisheit, der Heilige Geist, in die jungfräuliche Maria hineingegangen, damit dann Christus von ihr hat geboren werden konnte? Aber lassen wir die Betrachtungen und schauen den munteren Bodyplausch von diesen sympathischen Tieren zu. Aber noch etwas. Nur Elefanten und Affen haben so wie Menschen Brüste an der Brust. Alle anderen Tiere haben ihre Milchdrüsen am Bauch oder zwischen den Hinterbeinen. Das ist doch merkwürdig.